Thiago! Thiago alleine! Und das ist das 2:0. Küsst mir meinen Fuß. Da war viel Gefühl drinnen. Wahnsinn. Da haben die St. Pöltner die guten Möglichkeiten zum Ausgleich, haben Pech, haben einen Alex Kofler, der das verhindert. Aber die Vorbereitung, herrlich gemacht. Von Zwischenbrocker, Thiago wartete nur. Und dann auf Basching, denn die sind ja dabei. Im Cup in der zweiten Runde. Und jetzt können sie diese Partie entscheiden, die 51. Minute. Also ich denke mal, das war's. Thiago mit dem 3:0, sein 8. Saisontor. Der Führende der Torschützenliste. Ja, manchmal haben Stürmer mit solchen Situationen ja fast schon Probleme, wenn sie zu viel Zeit haben vor dem Tor. Thiago ist aber abgetroffen. Natürlich, und der Führende der Torschützenliste hat es gemacht. Thiago hier schön freigespielt, dann genügt ein einfacher Haken, um sich hier gegen Kocisnik durchzusetzen. Nicht das beste Zweikampfverhalten beim Hartberger Außenverteidiger und dann ein trockener Abschnür. Und Thiago! Ja, jetzt geht's aus. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt ist für St. Pölten nichts mehr zu holen. Zu schnell nach der Gelb-Roten für Ampichl. Das 3:0 und ein 3:0 ist natürlich der Kasisbissen. 4:0 für die Austria Lustenau. Da half auch der gute Beginn der Kapfenberger nichts. Thiago darf jubeln, darf tanzen. Hoffentlich nicht den Regentanz, damit es wieder schön wird im Westen. Weiter Einwurf von Dunst. Das sollte man in Kapfenberg auch wissen. Mir scheint, die sind alle beim Hausbau von Knabel und Co. 3:0 aus der 6. Saisontreffer für Thiago, aber der war nicht allzu schwierig. Entscheidend natürlich hier. Dieser Fehler von Innenverteidiger Florian Mayer. Da ist Sascha Boller uneigennützig im Zentrum auf Thiago. Und der Rest ist dann einfach nur mehr. Der Favorit ist in Führung gegangen durch diesen Treffer von Thiago. Da war noch Patoka zuvor mit dem Kopf dran, die Kopfballverlängerung, und Thiago dann aus kürzester Distanz keine Chance. Die Lustenau-Fans feiern Thiago, sein 2. Treffer. Ja, es ist eine fürchterliche Packung für die Kapfenberger. Pius neu im Spiel, setzt sich durch. Dann in der Mitte ist es zuerst Rot und dann Thiago. Aber schauen Sie mal, wie weit weg die Kapfenberger von ihren Gegenspielern stehen. Auch Glück ist mit dabei. Scheint wirklich ordentlich getroffen worden zu sein. Naja, die Attacke kommt wirklich von Luxbacher und nicht von Stipe Vukur. Irgendwo war da auch der Ball dabei. Der erste Strafstoß für die Austria, und jetzt hat Thiago die Chance gleichzuziehen mit Segovia und nützt sie und macht mit seinem 7. Saisontor das 1:0 für Austria Lustenau.